Und hier die Reaktion an der Wall Street ist euphorisch, anders kann man das nicht beschreiben. Die Bankenaktien drehen auf, Goldman Sachs zum Beispiel mit einem Plus von 10%, Kryptowährungen auf dem Allzeithoch, der Dow Jones auf dem Allzeithoch. Also die Reaktion hier war schon wirklich oder ist schon extrem euphorisch jetzt. Herzlich willkommen zum BKB Finanzcast mit dem Sandro Merino. Sehr geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei unserer neuesten Ausgabe des BKB Finanzcast. Heute bei mir zu Gast Jens Korte, live zugeschaltet online aus New York. Willkommen, Jens. Ja, hallo Sandro und hallo nach Basel und Umgebung, wo auch immer ihr alle gerade zuhört. Das Thema ist klar, die US-Präsidentschaftswahlen, auch die Wahlen der beiden Parlamentskammern. Heute Morgen um rund 7 Uhr habe ich das live verfolgt. Das war kurz nach Mitternacht an der Ostküste und es war überraschend rasch und eindeutig klar. Wie hast du das erlebt heute Nacht? Ja, also ich bin dann so gegen 2:30 ins Bett gegangen, aber also meiner Zeit eben hier in New York und eben, also ich war schon sehr überrascht, wie schnell das Ergebnis feststand, wie deutlich es letztendlich gewesen ist und ja, also hier in New York muss ich sagen, sind einige Leute doch auch etwas geschockt. New York, klar, ist in allererster Linie eben auch ein stark demokratisch geprägter Bundesstaat und das gilt vor allem für die Stadt New York, aber eben ich war, muss ich schon zugeben, überrascht, wie schnell und klar dieses Ergebnis dann feststand. Ja, genau. Aktuell jetzt Mittwochabend, 16:45 in Basel. Donald Trump hat aktuell 277 Wählerstimmen. Das dürften noch einige dazukommen. Also keine Frage, die Wahl hat er gewonnen. Im Senat gab es auch eine knappe republikanische Mehrheit, also ein Umschwung von demokratischer Mehrheit zu republikanischer Mehrheit. Offen ist derzeit noch der Ausgang der Wahlen in der Großen Kammer, im Repräsentantenhaus. Aber ich glaube, die Einschätzung hier jedenfalls in Basel ist, dass eine republikanische Mehrheit durchaus wahrscheinlich ist, auch in der Großen Kammer. Wie sieht man das in New York? Ja, absolut. Das sehe ich hier auch so. Also eben Senat gibt's gar keine Frage. Das haben die Republikaner sich zurückgeholt. Der war ja jetzt ja leicht demokratisch dominiert, aber eben, das geht jetzt auch an die Republikaner und es sieht ganz klar danach aus, dass es eben wirklich den Sweep gegeben hat, also dass dann eben tatsächlich die Republikaner auch das Repräsentantenhaus haben und damit, ja, wie gesagt, haben wir den Durchmarsch von Trump und von den Republikanern. Im Vorfeld war die Wahrscheinlichkeit dafür angesetzt worden bei etwa 20%. Und da sieht man eben, 20% ist auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit und die ist jetzt eingetroffen. Genau, im Vorfeld waren ja 4 Szenarien als so Hauptszenarien durchanalysiert worden, eben Trump mit oder ohne Parlament und analog Kamala Harris mit und ohne und alle 4 Szenarien galten halt ungefähr als gleich wahrscheinlich, mehr oder weniger. Jetzt haben wir ein Szenario recht deutlich und die nächsten 2 Jahre dürften die Republikaner unter der Führung Trumps wahrscheinlich durchregieren bis zu den nächsten Kongresswahlen in rund 2 Jahren. Ja, das ist mit Sicherheit so und dann wird man halt mal gucken, wer sich alles anmeldet und Ansprüche geltend machen will. Ich denke, das schon auch an teilweise sehr, sehr konservative Kräfte, die im Hintergrund auch mitgewirkt haben und da werden jetzt verschiedene Fraktionen ihre Ansprüche einfordern und mal gucken, was dann jetzt eben in absehbarer Zeit dann eben alles hier in den Vereinigten Staaten sich verändert oder auch nicht. Genau, für uns war natürlich als Anlageverantwortliche die Reaktion an den Finanzmärkten zentral wichtig und im Prinzip in den Morgenstunden war genau die Reaktion, die man sich bei diesem Trump-Sweep, also bei diesem Durchmarsch der Republikaner erwartet hatte, starke Aktienmärkte, Anstieg der Zinsen für US-Schulden. Und das war so die Hauptsignatur dieses Szenarios, das ist eingetroffen. Derzeit gegen Börsenschluss in Europa sind die Gewinne wieder weg bei europäischen Aktien und die Zinsen in den USA, also die Kosten für die US-Staatsverschuldung sind aber
gestiegen. Das beschäftigt uns auch. Dieser Anstieg der Zinsen ist natürlich eine gefährliche Sache. Die US-Börsen sind aber weiterhin im Plus. Wie hast du die Marktreaktion erlebt heute? Ja, und das vielleicht auch noch ganz kurz am Rande. Und du bist ja auch immer historisch ganz interessiert und versiert. Also rein historisch betrachtet, ich glaube, seit dem Ersten Weltkrieg war es eigentlich das beste Szenario für die Börsen. Also die sind am besten gelaufen, wenn die Republikaner alles gestellt haben, also Präsident, Senat und Repräsentantenhaus. Das eigentlich schon mal ein ganz guter Vorbote. Dann, also jetzt zumindest mal aus Börsensicht. Was die Börse überhaupt nicht mag, ist Unsicherheit. Und es ist ja unglaublich viel in den letzten Wochen darüber geredet worden, es ist super knapp und mal gucken, wann wir überhaupt ein Wahlergebnis haben. Also ich muss sagen, ich war auch ein bisschen skeptisch, als wir uns verabredet hatten, heute einen Podcast zu machen, ob wir da schon ein Ergebnis haben. Aber haben wir ganz offensichtlich. Und eben, also diese Unsicherheit, dass wir nicht wissen, wie die Wahl ausgeht, die ist definitiv vom Tisch. Und hier die Reaktion an der Wall Street, also die ist euphorisch, anders kann man das nicht beschreiben. Die Bankenaktien drehen auf, Goldman Sachs zum Beispiel mit einem Plus von 10%, Kryptowährungen auf dem Allzeithoch, der Dow Jones auf dem Allzeithoch. Also die Reaktion hier war schon wirklich oder ist schon extrem euphorisch jetzt hier in den ersten Stunden nach dem Wahlausgang. Mhm. Eben kein wenig Bedenken zur Zinsentwicklung offenbar, nicht im Mittelpunkt das Thema, eher am Rande. Ja gut, ich meine, das ist jetzt mal für jetzt die erste Momentaufnahme, aber natürlich wird das ein Thema sein. Und ich meine, es gibt verschiedene Faktoren, die schon dafür sprechen, dass auf der Renditeseite zum Beispiel schon noch einiges passiert. Das sehen wir auch heute. Also die Renditen der amerikanischen Anleihen steigen. Der Dollar steigt übrigens auch. Und ich meine, wenn man sich mal das Programm auch anguckt, unter anderem von Trump, etwa mit höheren Zöllen. Er will gegen Immigration vorgehen. Das könnte den amerikanischen Arbeitsmarkt möglicherweise belasten. Das sind beides Faktoren, die potenziell leicht inflationär wirken könnten. Die Verschuldung könnte unter Trump auch stärker steigen, als das unter Kamala Harris der Fall gewesen wäre. Das zumindest sagen Ökonomen. Und das sind eben alles Faktoren, die eben erstmal den Dollar leicht pushen und die es auch der amerikanischen Notenbank etwas schwieriger machen könnten, nächstes Jahr deutlichere Zinssenkungen vorzunehmen. Also das sind dann schon Auswirkungen auf der Zinsseite, die wir definitiv sehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich glaube, die Frage ist ja auch, gehen wir vielleicht sogar Richtung 5% mit den Renditen der 10-Jährigen? Ich weiß nicht genau, welche Position ihr dabei habt. Ja, was wir sehen ist, also morgen ist ja bereits wieder die Sitzung der amerikanischen US-Notenbank FED und die Zinssenkung um 0,25%, ich glaube, die ist nicht in Frage gestellt. Also dieser nächste Zinsschritt ist jetzt etwas unabhängig vom Ergebnis der Wahlen, glaube ich, gesetzt. Wir werden es morgen sehen. Die Prognosen für die nächsten Schritte ins nächste Jahr hinein, die sind schon etwas bescheidener. Also man hat eben die Befürchtung, dass Trumps Politik insgesamt eher inflationärer sein könnte und somit eine gewisse Vorsicht, alle bisher eingepreisten Zinsschritte der Fed schon ins nächste Jahr unverändert mitzunehmen. Diese Prognosen sind etwas moderater. Also es kann sein, dass die Zinsen etwas weniger gesenkt werden, aber klar, das ist alles sehr unsicher. Die Fed wird schauen müssen, wie sich die US-Wirtschaft entwickelt. Aber das Szenario von weniger schnell fallenden Zinsen und möglicherweise am langen Ende höher als erwartete Zinsen, das schwebt so mit, aber die Börsen sind bei den Aktien sehr positiv. Aber das ist natürlich eine enorme Herausforderung, auch wenn die Zinsen jetzt doch etwas länger höher bleiben sollten als erwartet. Schlicht und einfach, wenn ich mir auch die ganze Schuldenlage angucke in den Vereinigten Staaten. Wir hatten als Donald Trump vor 8 Jahren die Wahl gewonnen hatte, hatten wir einen Gesamtschuldenstand von rund 20 Billionen Dollar. Mittlerweile sind wir fast bei 36 Billionen Dollar angekommen. Und die Erwartung ist, dass unter anderem auch wegen der Steuersenkung, also weniger Staatseinnahmen, die Verschuldung noch weiter zunehmen wird in den nächsten Jahren. Und es ist schon jetzt so, dass der Schuldendienst der amerikanischen Regierung, also im Staatshaushalt, der Schuldendienst ist jetzt schon der zweitgrößte Posten hinter Social Security,
aber mittlerweile vor Rüstung. Also die Amerikaner geben jetzt schon mehr Geld dafür aus, ihre Schulden zu bedienen, als für den Verteidigungshaushalt. Und das ist natürlich schon auch eine extreme Entwicklung. Und da macht es, und das macht die Situation nicht leichter, wenn die Zinsen potenziell eben etwas höher bleiben, als das vielleicht der eine oder andere gedacht hat. Genau, also das beobachten wir sehr aufmerksam, mit gewisser Sorge. Natürlich, solange die US-Wirtschaft das ohnehin schon gute Wachstum von nominal rund 5% hält und wenn die Zinsen nicht astronomisch steigen, dann kann die Rechnung kurzfristig zumindest aufgehen. Aber wir befürchten, dass irgendwann nach Trump oder sogar in der übernächsten Präsidentschaftsperiode irgendjemand Austeritätspolitik machen müssen wird. Aber das ist natürlich aus heutiger Sicht für die meisten Beobachter kein Thema. Aber das dicke Ende kommt vielleicht noch bei der Staatsverschuldung. Ja, aber ein gewisses Thema wird es natürlich schon noch sein, was mit dem Dollar ist. Also wenn jetzt Donald Trump, und man muss ja erstmal abwarten, was er jetzt von dem umsetzt, was er angekündigt hatte, aber sollte es eine gewisse Isolierungspolitik der USA geben, kann es natürlich schon noch sein, dass es ein paar Länder dann abschreckt, zum Beispiel auf US-Staatsanleihen und den Dollar weiterzusetzen. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Da sind eine Menge Kräfte, die jetzt dann möglicherweise freigesetzt werden. Ja, es gibt natürlich ein Gegengift gegen solche Entwicklungen und das ist Gold. Wir haben auch darauf gesetzt, nicht massiv, aber doch als Diversifikation. Und das hat natürlich in diesem Jahr auch oder in den letzten zwei Jahren eigentlich gut funktioniert. Aber kommen wir. Wann habt ihr auf Gold gesetzt? Wir haben sicher in diesem Jahr und schon letztes Jahr Gold empfohlen als Beimischung, als Diversifikation strategisch. Und haben das auch für nachhaltige Anlagen möglich gemacht, in dem Sinne nicht zuletzt auch wegen dieser von uns schon lange beobachteten Entwicklung der Staatsverschuldung und des Haushaltsdefizits, das ja schon massiv ist. Also die US-Wirtschaft... Ich bin nicht da, um Werbung für euch oder dich zu machen, aber da muss ich sagen, good call. Also weil Gold das ist ja wirklich... Sind wir auch stolz darauf, innerhalb von zwei Jahren, ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, ich glaube, fast 70% ist der Goldpreis innerhalb von etwa zwei Jahren gestiegen. Das ist schon gewaltig gewesen. In Schweizer Franken dieses Jahr rund 30%. Aber kommen wir vielleicht... Aber innerhalb von zwei Jahren auf US-Dollar-Basis waren das, glaube ich, 60-70%. Das ist möglich, ja, mit dem schwachen Dollar. Also eben, man kann sich durchaus auch etwas schützen. Ist natürlich immer schwierig, das genau zu erwischen, aber diese Themen sind für Investoren trotz der kurzfristigen Euphorie langfristig natürlich schon auch sehr, sehr, sehr wichtig. Aber kommen wir vielleicht zu den auf die innenpolitischen Themen, die jetzt im Raume stehen. Donald Trump hat ja einige Themen angekündigt, in gewohnt drastischer Manier. Die Frage ist dann, wird dann so heiß gegessen wie gekocht? Also denkt man vielleicht wie bei der ersten Amtsperiode, Hunde, die bellen, beißen nicht oder beißen nicht so stark? Oder glaubt man, dass er dieses Mal näher an den Ankündigungen sein wird? Wie schätzt man das ein? Ja, also eins der großen Themen unter anderem ist Immigration und das hat seine Vor- und seine Nachteile. Also mir ist schon auch bewusst, dass diese massive Immigration, die es auch hier in den USA gibt, gewisse soziale Herausforderungen mit sich bringt. Aber auf der anderen Seite hat die Immigration den amerikanischen Arbeitsmarkt enorm entlastet, weil anders als in der Schweiz, wenn die Leute hier einen Asylantrag stellen, dann dürfen die nach kurzer Zeit arbeiten, also auch während dieses Asylverfahren läuft. Also das ist anders als jetzt zum Beispiel in der Schweiz. Und wenn Donald Trump dann jetzt wirklich ernst macht und nicht nur die Grenzen noch stärker zumacht, sondern auch tatsächlich Leute ausweisen sollte, was er vorhat, dann könnte das schon eine gewaltige Herausforderung für den Arbeitsmarkt unter anderem mit sich bringen. Mit den Zöllen, da scheint er relativ wild entschlossen zu sein. Er hat ja gesagt, das schönste Wort im Wörterbuch, das sei das Wort Tariff, also Zoll. Also da scheint er doch relativ ernst zu machen. Und vielleicht ganz kurz, Kamala Harris, und das zeigt sich auch heute an der Börse, sie hatte eigentlich vorgehabt, vor allem den Mittelstand, auch die unteren Einkommensklassen zu entlasten. Und das hätte potenziell den Konsum gestützt. Und das sehen wir auch an der Börse heute in der allerersten Reaktion, dass Konsumwerte nicht ganz so gut mitziehen. Vielleicht ein Wort nur ganz kurz, Sandro. Ich glaube schon, dass es einen großen Unterschied gibt, Trump 2024 und Trump 2016. Ich glaube, 2016 hatte er selber nur begrenzt damit gerechnet, die Wahl zu gewinnen. Das heißt, er ist nicht so vorbereitet in diese erste Amtsperiode gegangen. Und jetzt hatte Donald Trump, glaube ich, sehr wohl sich ganz gute Chancen ausgerechnet. Das heißt, er wird ganz anders jetzt seine zweite
Präsidentschaft antreten und wird dann vielleicht auch doch mehr Dinge durchsetzen, als das damals der Fall gewesen ist. Also mit diesen Steuersenkungen ist wohl zu rechnen in erheblichem Ausmaß. Das bedeutet, ja, vor allem, weil er jetzt ja das, also wird eben, das Haus scheint ja auch an ihn zu gehen und er hat eben den Rückhalt im Kongress, also genau. Sonst hätte er das ohne weiteres machen können. Aber ja, also er wird die Unternehmenssteuern senken, die Steuererleichterungen, die er 2017 eingeführt hatte, die laufen nächstes Jahr aus, die wird er mit Sicherheit wird er die verlängern, also absolut, ja. Eben in der Migrationspolitik, die Mauer zu Mexiko wurde dann doch nie wirklich gebaut oder nur kleine Stücke davon. Wir sind gespannt, also ob eben diese Deportationen, diese Ausweisungen, diese Massendeportationen, die er oft auch angesprochen hat, ob die dann überhaupt durchführbar sind, ob die US-Wirtschaft diesen Verlust an Arbeitskräften überhaupt erträgt. Also das steht ein bisschen in den Sternen. Andere innenpolitische Themen, das Abtreibungsthema war ja auch sehr, sehr wichtig im Wahlkampf. Da ist auch die Frage, wie extrem oder wie stark die Gesetzgebung eingreifen wird. Ja, wobei beim Thema Abtreibung war Donald Trump relativ neutral. Er hat immer gesagt, das soll jeder Bundesstaat für sich entscheiden und das wird jetzt wahrscheinlich auch dann die Gangart sein, nehme ich mal an. Also ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie vom Federal Level da aus Washington raus was Neues gibt, sondern Trump war da tendenziell der Meinung, jeder Bundesstaat soll das für sich lösen. Ja. Eben auf Bundesebene ist das Recht auf Abtreibung sozusagen gekippt worden und jetzt müssen die Bundesstaaten regional, also in jedem Bundesstaat, Lösungen finden. Das dürfte in diese Richtung gehen. Interessant. Aber gut, ich meine, J.D. Vance, der Vize, hat ja angedeutet und das fände ich, wenn ich das so salopp formulieren darf, schon relativ krass, dass man eben schon auch guckt, wenn Frauen von einem Bundesstaat dann in einen anderen gehen, um da möglicherweise eine Abtreibung vorzunehmen. Also ich finde das schon also ein Puffen in mal gucken, was dann da tatsächlich kommt, aber da kann da noch einiges passieren, was nicht so schön ist. Dass man diese Möglichkeiten dann auch einschränkt. Also ja, ist sicher auch ein heftig umstrittenes Thema, auch bei der Umsetzung natürlich sehr, sehr, sehr schwierig mit lokalen, unterschiedlichen Gesetzen. Dann ganz brennendes Thema für Europa, auch für die Schweiz, ist natürlich die Außenpolitik der USA, die Handelspolitik, aber auch die generelle Außenpolitik. Da denkt man natürlich an den Ukraine-Krieg. Da gibt es ja Statements, dass Donald Trump Zelensky hasst. Er hat das irgendwie so angedeutet. Andererseits gab es ja einen Besuch oder einen Austausch von Zelensky und Trump vor den Wahlen. Wie sieht man das? Wie sehen die Republikaner diesen Krieg in der Ukraine? Ist da eine überparteiliche Haltung denkbar oder ist das gar nicht so? Also ich würde behaupten, dass die Republikaner insgesamt der Meinung sind, dass es ein externer Konflikt ist und dass die Amerikaner sich stärker da raushalten sollten. Also es kann schon sein, dass jetzt möglicherweise die finanziellen Hilfen, vielleicht auch die militärische Unterstützung etwas zurückgefahren wird. Was man schon sagen muss, ist, Donald Trump ist tendenziell kein Kriegstreiber. Er hat an Kriegen überhaupt gar kein Interesse. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er probieren könnte, doch ein, soweit das in seiner Möglichkeit liegt, einen gewissen Druck auszuüben, dann die Ukraine dann schon dazu zu bewegen, vielleicht gewisse Gebiete abzutreten und damit dann irgendwie auf einen Waffenstillstand zuzukommen. Und wie gesagt, das ist aber jetzt nicht nur die Haltung von Donald Trump, sondern das ist allgemein auch die Haltung der Republikaner. Und wenn wir dann an den Nahostkonflikt denken, ich meine, Donald Trump ist eng mit Netanyahu und er wird Israel Tür und Tor öffnen, alles zu machen, was Israel für richtig hält. Dann eben die Frage der NATO. Die NATO wurde ja durch Donald Trump in Frage gestellt. Dann wurde es mehr zu einer Frage der Finanzierung, nicht unbedingt der Existenzgrundlage. Das könnte wieder eine Neuauflage erleben, dieses Thema. Ja, wobei, also ich glaube nicht, dass, also vielleicht täusche ich mich ja auch, aber ich glaube nicht, dass Donald Trump ernsthaft aus der NATO austreten wird, das glaube ich nicht. Und es kann natürlich sein, dass er weiter irgendwie ein bisschen Drohungen in den Raum stellt, um dann die Mitgliedsländer dazu zu bringen, ihre Beiträge zu zahlen, zu denen sich die einzelnen Mitgliedsländer grundsätzlich mal geeinigt hatten. Aber es ist ja einiges passiert auch in den letzten Jahren.
Weil ich meine, mit dem Krieg in der Ukraine, mit der Angst vor einer Expansion von Russland, ist ja die Bereitschaft ohnehin der NATO-Mitgliedstaaten deutlich höher geworden, mehr in Verteidigung und Rüstung zu investieren. Also insofern, aber ich glaube nicht, dass das Donald Trump ernsthaft vorhat, aus der NATO auszutreten. Mhm. Und eben die Zölle, wir haben es erwähnt, da sind natürlich in Europa, auch in Deutschland, Befürchtungen. Zwar hat die Schweiz während der ersten Amtsperiode von Donald Trump im Export stark zugelegt in die USA. Es war rückblickend gar keine schlechte Phase. Natürlich ist das volatil. Je nach Politik und Ausrichtung der Zölle kann das in eine andere Richtung gehen. Auch die deutsche Automobilwirtschaft ist natürlich in einer schwierigen Lage. Könnte da zwischen China und den USA irgendwie aufgerieben werden, ein Stück weit. Also die Befürchtungen sind schon groß. Die Befürchtungen sind groß, wobei ich meine, die Schweizer Unternehmen jetzt zum Beispiel, die auch Produktionsstätten hier in den Vereinigten Staaten haben, die würden die Zölle potenziell nicht stark treffen. Mhm. Oder ich denke jetzt zum Beispiel auch mal an die Schweizer Pharmaindustrie. Kamala Harris hatte damit mit dem Gedanken gespielt, eine Deckelung für Medikamentenpreise einzuführen. Das wäre wahrscheinlich die Schweizer Pharmaindustrie, wenn das durchgekommen wäre, eher schwierig. Also insofern, es gibt Vor- und Nachteile jetzt für Schweizer Unternehmen. Ja. Aber wie gesagt, die Schweizer Unternehmen, die Produktionsstätten in den USA haben, sind eher etwas weniger betroffen. Aber ansonsten, klar, Zölle in Höhe von 10-20%, mal gucken, was Donald Trump dann letztendlich macht, das kann natürlich schon das Handelsverhältnis beeinträchtigen. Also wir müssen abwarten, bis sich der Nebel lichtet, bis alle Wahlentscheidungen auch definitiv klar sind. Kamala Harris hat die Niederlage noch nicht eingestanden. Normalerweise muss die unterlegene Kandidatin eigentlich dann öffentlich verkünden, dass sie verloren hat, einfach um hier Klarheit zu schaffen. Es ist also zu hoffen, dass die Demokraten diese Niederlage vielleicht etwas vornehmer und edler zugeben, als dies letztes Mal Donald Trump tun konnte. Erwartest du, dass das der Fall sein wird, dass die Demokraten keine Versuche machen werden, hier irgendwas in Frage zu stellen? Das Ergebnis ist ja auch sehr klar. Ich gehe fest davon aus, dass es da keinen großen Widerstand geben wird. Und wie du schon sagst, das Ergebnis ist klar. Und ja, Kamala Harris ist nicht Donald Trump. Und die werden dann schon potenziell eben ihre Wahlniederlage dann auch eingestehen, was Donald Trump ja in all diesen 4 Jahren nie geschafft hat, da über seinen Schatten zu springen. Ja, also man erwartet das ja noch heute, am heutigen Mittwochabend. Wir sind gespannt. Dann, wir können nicht alle Fragen beantworten. Es bleibt extrem viel offen. Wir leben in spannenden Zeiten. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch, Jens. Und, ja, danke dir, Sandro, dass ich dabei sein konnte. Alles Gute nach New York. Danke dir. Bis nach Basel. Tschüss. Schönen Abend.